weiß nicht, warum es schon wieder so gelb ist, Leute. Aber es liegt an meinem Schminktischlicht. Wie gesagt, ich hole mir noch ein Ringlicht. Ich kam nur noch nicht dazu, auf Bestellen zu drücken. Hi Leute and welcome back to Vlogmas Day 2. Heute ist tatsächlich schon der zweite Tag und mir ist gestern Abend eingefallen, dass es absolut dumm ist eigentlich vorzuproduzieren, weil ich habe halt jetzt, also morgen ist erst der erste, aber ich habe halt gestern einen spannenden Tag gehabt und heute ist ein relativ spannender Tag, beziehungsweise heute bleibe ich halt nicht nur zu Hause. Und dann ist mir aufgefallen, ich wollte eigentlich in jedem Vlog, also in jedem Vlogmas Vlog, es werden ja auch normale Videos kommen, ein Türchen öffnen. Und das ärgert mich jetzt, weil ich halt noch kein Türchen öffnen kann, weil erst morgen das erste Türchen ist. Aber vielleicht blende ich dann das einfach erst ein, weil ich schneide eh erst heute den Vlog. Und wenn ich den nach 0 Uhr schneide, mache ich das erste Türchen auf und schneide den ersten Vlog. Ihr habt es ja schon gesehen dann, wie ich es mache. Und dann ist mir aufgefallen, wenn ich eh nicht nur vlogge, dann werden eh nicht alle Türchen drin sein. Und dann werde ich es euch vielleicht nach und nach einfach zeigen. Ich hoffe, ihr seid nicht sauer. Aber ich dachte halt, das wäre so ein cooles Extra in den Vlogs. Aber mal schauen. Und ich mache mich gerade fertig, weil ich mit meiner Mutter nach Wiesbaden fahre. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, irgendwas ist mit dem Auto. Ich glaube, Reifen wechseln. I don't know, to be honest. Ich schminke mich, weil ich ihr gesagt habe, dass sie ein paar Bilder von mir machen soll. Meine Mama so, ja, wir können ja auch im Garten Bilder machen. Ich so, no, I think. Wir machen das lieber nicht. Ich muss noch was frühstücken. Und dann geht's los. Ich bin da ein bisschen im Stress gerade, weil sie gesagt hat, wir fahren doch früher los. Meine Mutter. Und meine Mutter ist dann diejenige, die dann doch länger braucht. Das ist dann so, also wir fahren um 2. Und dann, keine Ahnung, sagt sie, nee, wir fahren doch um 1. Und dann ist sie diejenige, die um 2:30 fertig ist. So ist meine Mama. Ich habe eh noch eine Dreiviertelstunde Zeit. Und ich bin ja schon fast fertig mit dem Make-up. Aber ich muss mich noch anziehen. Und was muss ich noch machen? Irgendwas muss ich noch machen. Ich bestelle mir heute definitiv mein Ringlicht neu. Beziehungsweise was heißt neu? Ich bestelle mir heute safe ein Ringlicht, weil diese Lichtsituation geht mir nämlich auf den Keks. Und ich gucke gerade nebenbei YouTube, weil ich im Moment absolut keine geile Serie auf Netflix habe. Weil ich traue mich nicht so an Serien ran. Entweder muss Arthur sagen, dass die geil ist oder Pauline oder Josie oder meine Eltern. Wobei meine Eltern, die gucken halt auch jeden Tag, also jeden Abend Netflix. Das klingt so, als würden die nur auf der Couch gammeln. Aber die gucken halt jeden Abend Netflix über meinen Account und die gucken halt ganz andere Serien. Und die gucken zum Beispiel House of Cards, heißt es so? Das ist so eine politische Sendung, glaube ich. Sendung. Serie. I don't know if I would like it. Und meine Mama war auch schon so, ah, keine Ahnung, ob du es magst. Also falls ihr irgendwelche geilen Netflix-Empfehlungen habt, was so in die Richtung Haus des Geldes geht oder Outer Banks oder Blacklist oder Bad Moms oder High School Moms. Ach, I don't know. So Serien, die sind jetzt zwar alle nicht ganz gleich oder Elite, sowas. Weil die habe ich alle geguckt und die haben mir alle sehr, sehr gut gefallen. Muss ich wirklich sagen. Und warum ich hier in meinem Sternbademantel sitze, ich habe mir so einen Bademantel bestellt bei H&M und der war dann auf einmal ausverkauft und jetzt ist er irgendwie nicht da. Das war so ein schwarzer, weil ich so einen geilen schwarzen haben wollte. Und jetzt ist er nicht gekommen. Jetzt chill ich weiterhin in meinem Baby-Bademantel. Und ich habe ein Schlaf-T-Shirt an, weil mir war eben so kalt. Mein Zimmer war nämlich so kalt, als ich aufgestanden bin. I don't know warum. Jetzt gerade fehlt hier ein bisschen die frische Luft. Und mir ist ein kleiner Fail passiert, weil ich habe mir selbst Bräuner drauf gemacht. Ihr seht, wie das aussieht. Ich habe das eben gerade gemacht, weil ich dachte, oh scheiße, mein Hals ist ein bisschen heller. Ja, und jetzt sehe ich so aus. Es ist jetzt nichts Wahres, aber ich dusche es heute Abend ab, dann geht es wieder und ich schrubbe das alles ab. Weiß gar nicht, was heute noch ansteht. Ich muss mein Video online... Ah, mein Video! Ich glaube, das ist schon online, weil das lade ich die ganze Zeit währenddessen hoch. Oh yes, it's online. Also es ist nicht online, es kommt heute Abend. Ich muss noch ein Thumbnail machen. Oh, das Make-up sieht heute gar nicht so gut aus. Ich bin heute gar nicht zufrieden. Mein Make-up ist heute wirklich a mess. Es ist halt auch immer ein bisschen schwierig, so ein ebenmäßiges Finish hinzubekommen, wenn du halt unreine Haut hast. Also das Contouring ist zum Beispiel was mir mit den Pickeln viel schwerer fällt als ohne. Und ich glaube, das fühlen manche, aber in Real Life sieht es nicht so schlimm aus wie auf der Kamera. Also auf der Kamera sieht es richtig komisch aus, aber in Real Life sieht es überhaupt nicht so aus. In Real Life ist es voll okay. Also das wird wahrscheinlich der Plan for today sein, dass ich mein Zimmer aufräume und dass ich mein Intro schneide und dass ich mein anderes Video uploade und
noch ein anderes Video schneide. Ich habe überlegt, weil ja Christmas Time ist und wir alle im Moment eh ein nicht so nices Leben haben, also was so ne, rausgehen und so angeht, dass ich so eine kleine Christmas-Verlosung mache. Und das Einzige, was mich daran hindert, ist, dass ich nicht weiß, was ich verlosen kann. Und ich meine, ich bin jetzt hier niemand, der von irgendeiner Marke gesponsert wird und die sagen so, ja, du kannst das und das verlosen. Hier, du kriegst 8 iPads, die kannst du an deine Follower verlosen. Das ist ja bei mir nicht so. Deswegen muss ich mal schauen. Aber ich hätte da irgendwie voll Lust drauf, weil ich weiß, dass viele auch nicht so viel zu Weihnachten bekommen oder sich das im Moment einfach nicht leisten können. Auch viele eigene, also viele, die auch alleine leben oder so, dass sie sich kein Geschenk leisten können oder keins kriegen, weil halt sehr viele auch gerade keine Arbeit haben. Eigentlich finde ich das voll süß, weil Weihnachten ist so das Fest der Liebe und so. Es ist eigentlich so, wisst ihr, so, ich weiß nicht, das, also wenn, ja. Ihr wisst, was ich meine. Ich kann mich nicht ausdrücken. Ich habe im Moment ein extremes Augenzucken. Also seit gestern. Oder es hat schon vor ein paar Tagen angefangen. Und jetzt ist schon wieder. Seht ihr das? Das kommt immer mal wieder am Tag. Oh, jetzt ist schon wieder da. Das sieht man nicht. Manchmal sieht man es sehr und manchmal sieht man es gar nicht. Ich habe das irgendwie und ich habe so Angst, dass es irgendwie für immer ist. Keine Ahnung, weil das nervt. Es nervt unglaublich und es tut auch, es tut nicht weh, es ist einfach sehr unangenehm. Und das Auge zuckt die ganze Zeit. Es zuckt die ganze Zeit. Also es ist immer so peu à peu so, das war ungefähr gestern, lass mich nicht lügen, ungefähr 9 Mal. Und es hält auch manchmal so, also es ist dann so 2 Minuten lang, dann hört es kurz auf für 2 Minuten, dann ist es wieder 1 Minute lang. Und es ist sehr nervig. Und man denkt es nicht, weil man denkt, so ignorierst du, aber das ist sehr, sehr, sehr nervig. Ich zeige euch gleich mal, was ich anziehen wollte. Und ich muss jetzt mal nochmal meinen Baum versuchen zu fixen. So sieht mein Weihnachtsbaum ja momentan aus. Ich habe ja gesagt, ich will nochmal die schwarzen Kabel versuchen wegzumachen. Das muss ich jetzt auch mal versuchen, weil das triggert mich so. Meine Mama war so lieb und hat es dran gemacht, aber so gefällt es mir halt einfach nicht. Das muss ich halt ehrlich sagen. So, Friends, das ist jetzt mein Frühstück. Ich habe ja gerade keinen Tisch, deswegen, also da habe ich jetzt keinen Bock gehabt, das aufzuräumen. Deswegen esse ich im Bett. Und zwar habe ich mir eine Avocado aufgeschnitten. Ich werde die wahrscheinlich nicht ganz essen. Und die ist auch noch ein bisschen unreif. Aber ich hatte so Lust auf Avocado. Dazu Tomaten mit Salz und Pfeffer. Ich habe Basilikum vergessen, egal. Und solche getoasteten Dinger, die hatte ich früher immer in der Schule mit. Nein. Oh, egal. Die hatte ich früher immer in der Schule mit. Und dann habe ich die lange Zeit nicht mehr gegessen, weil die mir dann nicht mehr geschmeckt haben, weil ich die jeden Tag gegessen habe. Aber jetzt habe ich mich wieder rangetraut, weil meine Mama hat die geholt. Und dann mache ich mir einfach Avocado drauf, Tomate. Und ich lasse mir schmecken. Und das werde ich jetzt essen. Und dann mache ich mich weiter fertig. Und dann gehen wir auch schon. Okay, Leute. Ich habe mich jetzt angezogen. Ich fühle mich mit dem Zopf wie Ariana Grande. Also, schön wäre es. Aber so, dass das so aussehen soll. Was soll die so aussehen? Das ist ein ganz normaler Zopf. Das Pullikleid hatte ich mal von H&M. Das habe ich noch in so einem Khaki-Ton. Aber ich glaube, da findet ihr überall solche, weil das ist ein ganz normales Pullikleid. Ganz schlecht. So wollig-mäßig von H&M gewesen, in schwarz. Und dazu die Overknees, die ich auch gesagt habe, die ich anziehen will. Und genauso werde ich das jetzt auch anziehen. Noch mit dem Mantel, den ich da hingeknittert habe. Die Schuhe sind übrigens von Zalando, die gibt es auch gerade. Ich werde versuchen, euch die unten zu verlinken, aber ich kann euch nicht versprechen, ob ich die noch finde, weil die waren wegen Black Friday auch runtergesetzt. Und ich finde so viel nicht mehr, was ich mir eigentlich holen wollte für Black Friday, weil das alles jetzt ausverkauft ist, weil es so günstig war. Ich kann euch nichts versprechen, aber ich versuche, die rauszusuchen. Und der Mantel, der ist auch von Zara, den habt ihr ja schon gesehen. Ich bin da eben an den Selbstbräuner gekommen. Jetzt ist da so ein scheiß Fleck, weil das nicht abgeht. Wirklich, ich habe direkt gerubbelt an meinem Bademantel und es ist nicht abgegangen. Und jetzt habe ich hier so einen hässlichen braunen Fleck, egal. Und ich weiß absolut nicht, was ich mit meiner Nagelsituation anfangen soll. Weil die sind sehr rausgewachsen. Can you focus oder so? Meine Nägel sind sehr rausgewachsen und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll, weil keiner kriegt die so gut hin wie das Nagelstudio und dass ich gehe nach Frankfurt. Und sonst traue ich das niemandem an, zu, die so zu machen. Aber ich muss mal schauen, weil so kann ich jetzt auch nicht mehr rumlaufen. Und hier fehlt sogar schon ein Nagel, deswegen ist es nicht das Wahre und sieht nicht gut aus. Aber ich muss einfach mal schauen, weil, keine Ahnung, vielleicht fahre ich mir die auch richtig kurz und warte einfach, bis der Lockdown over ist. Was ich eben, es ist so schwachsinnig, alles egal. Ich werde gucken, wie ich das fixe. Also ich werde jetzt schnell Pipi machen, weil ich wollte noch nicht pinkeln. Und ich pinkel mir gleich auch in die Hose. Und danach fahren wir wahrscheinlich schon direkt los. Meine Mutter will noch zum Bäcker um 1. I don't know, was sie da will, ob sie da, keine Ahnung. Und ja, ich melde mich dann, wenn wir im Auto sind und nach Wiesbaden fahren. Also ich weiß nicht, was meine Mutter mit dem Auto gemacht hat. Aber man sieht hier einfach mal den Atem drin. Ne? Wir fahren jetzt los.
Ich fasse es nicht. Wir holen nämlich ein Stück Kuchen. Ich habe sie eben gefragt, warum wir zum Bäcker müssen. Weil die gesagt hat, dass sie den einen Kuchen mitbringen will. Weil die irgendwie so einen Spruch gedroppt hat. Sie hat gesagt, bei ihnen kam ich so schnell durch, dass dafür gibt es ein Stück Kuchen. Und jetzt ist sie so, ich muss denen wirklich ein Stück Kuchen holen. Mir besser auch eins. Schnell in die Waschanlage. Meine Mama will nicht gesehen werden, weil die eine dicke Wange hat. Heute mal nicht. Weil sie sieht aus, als hätte sie die Weisheit. Pienzchen, weil sie sieht aus, als hätte sie die Weisheitszähne gezogen bekommen. Wie so ein Hamsterchen. Ja, ja. Leute, ich konnte mein Augenzucken einfach auf Kamera festhalten. Seht ihr das? Also, wie sich das Eyelid? Augenlid? Alter, bin ich dumm. Wie sich das Augenlid zusammenzuckt und zieht. Seht ihr das, als würde es so pochen wie ein Herz? Und das ist so nervig. Es fühlt sich so nervig an auch einfach. Es ist einfach nervig. Wir sind jetzt gerade bei dem Reifentypen, der die Reifen wechselt. And I'm very cold. Meine Mutter hat mir noch gesagt, zieh so eine Hose drüber. Drunter. Und ich habe jetzt einfach so eine Radlerpants an von Boohoo. Und die ist eigentlich viel länger. Aber ich habe die so ein bisschen hochgekrempelt, damit das Ganze worked. Voll viele haben mich gefragt, ob ich nicht meine Beine rasiere, weil man immer meine Hairs auf meinem Oberschenkel sieht. Und tatsächlich. Meine Mutter zeigt mir irgendein Zeichen, I don't know. Wo war ich denn jetzt? Genau, ich rasiere meine Oberschenkel sehr selten, weil ich sehr, sehr froh bin, dass ich blonde Haare habe. Und somit sieht man es nicht allzu sehr. Aber wenn ich es halt filme oder was auf meinem Oberschenkel liegt und man guckt drauf, sieht man die Haare. Aber mich stört es nicht. Also ich rasiere die schon, aber manchmal bin ich einfach zu faul. Aber die sind schon sehr lang manchmal, das muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mich juckt es halt auch einfach gar nicht. Aber es ist schon so, weil ich finde halt die Oberschenkel zu rasieren ist halt nochmal so was Lästiges, weil es dauert bei mir immer so lange. Die Waden kriege ich schnell hin, so 5, 6 Minuten, dann habe ich alle Waden, als hätte ich so 8. Und das war's, aber die Oberschenkel, die brauchen bei mir so, weil du musst ja auch auf der hinteren Seite, dann weiß ich nicht, rasiere ich jetzt noch bis zum Arsch hoch oder keine Ahnung, so. Das ist immer so. Meine Mutter braucht so lange zum Schreiben und die steht da hinne. Cute. Ich glaube, ich brauche mein Portemonnaie. Nee. Oh, muss ich der das jetzt rausbringen? Oh nein! Ich habe schon gerade auf Insta erzählt, mir ist gerade was sehr Unangenehmes passiert. Weil ich sitze im Auto, weil ich habe halt die Sachen an. Und meine Mutter wollte nicht, dass ich friere, weil die musste auch anstehen. Voll dumm, obwohl man einen Termin hat. So. Also nicht, dass ich jetzt so bin. Sondern ich check die Logik halt nicht. Aber ist ja oft so, dass das dann nicht hinhaut mit dem Termin. Auf jeden Fall musste ich ihr das Portemonnaie bringen und ich zeige es euch kurz, den Weg laufen, also bis zu dieser Garage da hinten. Und da stehen halt, beziehungsweise die ganze Zeit sind hier halt neue Leute, die ganze Zeit kommen hier neue Männer und Frauen, eigentlich Männer nur. Und ich musste ihr Portemonnaie bringen und ich laufe und ich bin halt an allen vorbeigelaufen und man merkt halt, wenn man angeguckt wird, und ich wurde halt angeguckt und das passiert jedem Mädchen, jeder Mann guckt einen an, das ist sowieso was wir alle kennen. Aber ich war so, irgendwas ist hier nicht richtig. Und dann komme ich zu meiner Mama, drehe mich um, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe, drehe mich um, will schreiben, weil halt ich auch keine Maske auf hatte und ich wollte jetzt die Leute da nicht belästigen. Und sie so an so, und ich sag, was? Sie so, du hast einen Handschuh am Arsch. Und ich so, was? Ich denke mir so, warte mal, was? Dann fummelt sie mir am Po rum, das hing an meinem Po. Ich stand da 5 Minuten und ich hatte einen Handschuh am Arsch. Wisst ihr, dieses Outfit an und da habe ich so einen Handschuh am Arsch kleben und die ganzen Leute können das sehen. Die haben sich wahrscheinlich auch gedacht, ist die Alte irgendwie stupid? Und ich habe ein bisschen Hunger, weil ich habe ja eben die Avocado gegessen und ich habe es auch auf Insta schon gesagt. Die war so eklig, weil die war, jetzt zuckt mein Auge schon wieder, es kann nicht wahr sein. Die war so eklig, die war so unreif, ich musste die mit einem Pürierstab klein machen und es ging nicht. Die wurde einfach nicht klein, weil die so unreif war, obwohl die schon richtig lang bei uns liegt. Und die war richtig eklig, weil die hat gar nicht gut geschmeckt. So einfach so ein hartes Ding und auch nicht mal zermalmt, also nicht mal so als Guacamole. Ich habe extra keinen Zwiebeln dran gemacht, weil es war eh schon hart. Und nicht mal als Guacamole hat es gut geschmeckt und das hat mich sehr aufgeregt. Und wir machen noch ein paar Bilder. Ich hoffe, meine Mama kriegt es hin. Meine Mama wirklich keine Ahnung. Sie sagt, hier ist doch ein schöner Hintergrund. Das sind Garagen.
the fuck? Ich bin noch sehr, sehr, also ich fühle mich noch sehr unwohl beim Bildermachen. Das kann ich euch ja hier ganz offen ehrlich sagen. Filmen geht mittlerweile, aber so Bildermachen in der Öffentlichkeit ist halt dieses Posen. Wisst ihr, wenn ich mit einer Kamera rede, ich rede mit euch. Und dann ist es mir eigentlich egal, wer guckt oder wie guckt und so. Ihr könnt auch meine Videos auf YouTube gucken, dann ist klar, dass man auch in der Öffentlichkeit filmt. Also wisst ihr so, und so dieses so Instagram-Game, ich wäre gerne richtig drin, ich würde gerne einfach komplett auf die Meinung und auf die Blicke anderer Leute, auf gut Deutsch gesagt, scheißen können und die ausblenden können, but I can't, so it's a little bit weird for me. Aber wir werden das irgendwann hinkriegen, Übung macht den Meister und ich glaube, je öfter man das macht, desto mehr verliert man den Charme. Wenn ich jemanden Bilder machen sehe, was auch häufiger vorkommt, wenn wir in Frankfurt oder in Wiesbaden sind, dann bin ich nie so, dass ich gucke. Ich bin dann immer so, boah, ich finde es richtig cool, dass sie sich hier so locker flockig hinstellt und Bilder von sich machen lässt, post und wirklich komplett alles ausblendet, weil ich kann es nicht. Wir sind jetzt am Bahnhof von Wiesbaden beim alten Lilienkarree. Das hieß mal Lilienkarree, ich glaube, das heißt jetzt ganz anders. Und ich hole mir da jetzt was zu fooden. Ich hoffe so sehr, dass die thailändischen Nudeln haben. Ich lasse die Kamera hier, weil meine Hände, ich habe viel zu schleppen und es ist so kalt, Leute. Es sind, glaube ich, minus 2 Grad. Es könnte sogar wirklich hinhauen, weil es ist so kalt. So kalt war es dieses Jahr noch gar nicht. Oha, 4 Grad. Krass, ich dachte mir, hey, ist das Arthur? He looks like Arthur. Er sieht überhaupt nicht aus. Es ist einfach mal ein alter Mann gewesen. Ups. So, ich habe mir so Nudeln geholt und wir haben noch thailändische Nudeln. Meine Mama hat noch einen Kreppel und ich habe noch eine Donauwelle. Mein Berliner. Und hier sind meine Nudels und die esse ich jetzt. Und die hat es nicht zugemacht, deswegen hat es sich, ist es verlaufen. Mhm. Das war eigentlich das Einzige. Eine ganz gute Soße ist raus. Mhm. Einfach, was wird da an Silvester gehen? Hm? Gar nichts. Ich gehe sowieso mit dem Papa wieder hoch zu den Pferden. Meine Mama und mein Papa gucken immer bei den Pferden, weil da haben die beste Aussicht. Weil es auf so einem Hügel ist. Mhm. Man kann über Mainz und so gucken. Frankfurt, Mainz, wir haben da gute Sicht. Ja. Und wir können gucken, dass die Pferde keine Angst haben. Wisst ihr, aber die mal als Unterlage drunter machen, weil es doch durchläuft. Aber es sind Böller eh nicht mehr erlaubt. Wird ja verboten. Keine Entscheidung. Wir sind auch gleich wieder zu Hause. Guck, es sieht gar nicht schlimm aus, Mama. Doch, sieht schlimm aus. Ich habe herbes, unnötige Wange. Oh, die sind so lecker. Ich will mal eine Nudel essen. Eine Nudel nur. Ja, probier. Wir haben eben, habe ich nämlich die ganze Zeit gehustet. Mhm. Bei mir, weil ich hatte was im Hals. Weil war ja nicht wegen Corona. Und ich habe die ganze Zeit gehustet. Man traut sich nicht mehr zu husten. Und die Mama so, hör auf zu husten. Und ich so, ich muss husten. Aber dann alle gucken einen halt an. Und man hat auf einmal viel Platz. Ja. So Leute, wir sind wieder back at home. Ich habe mich schon in meinen Bademantel geschmissen, weil meine Beine extrem kalt waren. Und ich desinfiziere jetzt erstmal mein Handy, weil ich mache es immer, wenn ich draußen war. Wenn ich Hände wasche von draußen und dann wieder mein Handy anfasse, was ich auch draußen angefasst habe, finde ich das nicht so nice. Das ist aber so ein kleiner Tick. Also ich weiß nicht, ob das jeder so macht, weil Arjo macht das zum Beispiel. Doch, der macht es eigentlich auch. Aber hier mag das Spray nicht, weil das so, das riecht nicht nach Hygienespray, also es riecht nicht nach typischem Desinfektionsmittel, sondern ein bisschen süß. Das mag der nicht, aber ich finde es gut. Und now I'm eating my Donauwelle. Ich liebe die, wenn die so flach sind. Ich mag das, wenn da nicht so viel Teig ist. Also so, weil wir haben letztens eine Donauwelle gegessen. Dann war der Teig so richtig dick und dann war das so richtig einfach so trocken und ich mag es nicht. Aber eigentlich mag ich Donauwelle extrem gerne. Und das werde ich jetzt auch essen. Ich weiß, ich esse ein bisschen viel. Ist ja heute auch so ein bisschen what I eat in a day, weil ich zeige euch die ganze Zeit mein Food. Und heute Abend gibt es thailändische Nudeln, weil wir haben uns auch thailändische Nudeln geholt. Ich habe, glaube ich, 20 Euro für Essen ausgegeben. But it's worth it, weil wir im Moment ja nicht so gut kochen können, weil wir keine Küche haben. Und deswegen bietet sich das sehr gut an. Und jetzt schneide ich mein Video. So Leute, ich habe mich jetzt schon mal ein bisschen abgeschminkt. Also ich bin noch nicht komplett voll abgeschminkt. Ich habe nur so mal das Gröbste abgemacht und ich bin wirklich pale as fuck. Ich will halt noch keinen Selbstbräuner drauf machen, weil ich halt noch diese extremen Pickel habe. Und ich gucke mal, welchen ich mir bestellen kann, der nicht so schlimm ist für Pickel. Weil es gibt ja auch welche, die rufen Pickel stark hervor. Und es gibt welche, die sind ein bisschen schonender und erzeugen keine Pickel. Da habe ich mich mal so belesen. Aber ich habe schon wieder vergessen, welcher ist und welcher gut ist. Gerade, ich schneide gerade mein Vlogmas-Intro. Ich bin wirklich lost. Ich hatte so gute Ideen und die sind irgendwie alle gerade weg. Und ich weiß nicht warum, weil es darf ja auch nicht zu lang gehen. Aber ich möchte halt coole Szenen drin haben. Und ich habe auch schon Musik, aber ich bin mir nicht sicher, welche ich nehmen werde.
und all so ein Stuff. Und deswegen, ich werde mich da jetzt ranmachen. Ich muss es unbedingt fertig bekommen bis morgen. Und in einer Stunde geht mein Video online. Ich werde mir nachher die thailändischen Nudeln warm machen und dabei einen Film gucken. Und da freue ich mich schon sehr drauf. Aber ich muss das erst fertig bekommen. Und ich muss eigentlich noch eine Rechnung schreiben. Aber ich brauche die Hilfe von meinem Vater, weil auf meinem Laptop kriege ich das nicht hin. Und er hat Excel oben auf seinem Computer. Aber das ist so ein Computer von der Arbeit und da komme ich nicht rein. Und blablabla und blablabla und deswegen muss ich auf ihn warten. So Leute, so sieht mein Laptop momentan aus. Der ist sehr voll. Ich schneide gerade mein Vlogmas-Intro noch ready. Und mein Laptop... Oh Gott, Alter, wie ich aussehe. Mein Laptop hat sich... Alter, das ist gerade voll unbequem. Nee, so mag ich das nicht. Warum ist es gerade so unbequem? Mein Laptop hat sich gerade aufgehängt und deswegen muss ich kurz warten. Und ich war jetzt auch noch oben. Es ist jetzt auch schon sehr dunkel und wir haben jetzt auch schon 9. Und ich war gerade oben bei meinen Eltern und die haben gegessen. Ich habe nur ein bisschen so Erbsen- und Karottengemüse mitgegessen. Und ein bisschen thailändische Nudeln von meiner Mama, weil die nicht geschafft hat. Und meine mache ich mir bald warm, weil ich langsam so ein bisschen Lust drauf bekomme. Bin sehr proud, dass das Vlogmas-Intro jetzt ready ist. Aber das Ding ist halt, ich muss nochmal so ein bisschen outfiggern, wie ich das mit dem Kalender öffnen mache. Weil ich das schon gerne in den Vlogs jeweils drin hätte, aber es wird wahrscheinlich nicht so hinhauen. Aber wir werden es sehen, weil es werden ja nicht nur Vlogs kommen, deswegen kann ich da eh mal gucken, wie ich das mache. Und ich muss es jetzt noch fertig machen, dann lade ich das runter, dann fange ich heute Abend an, also nachher, heute Abend ist ja nicht so, als hätten wir schon Abend, fange ich nachher an, meinen Vlog für morgen zu schneiden, den ersten Vlogmas-Vlog. Ich bin sehr aufgeregt und ich habe sehr viele Nachrichten bekommen, dass ihr euch darauf freut und ich habe auch wirklich Lust darauf und ich bin sehr excited, wie das wird. Und ob ich das durchziehe. Und ich habe mich schon gefragt, ich muss ja auch mal ganz ehrlich sein, ob die Videos weniger Klicks bekommen. Weil ich glaube, wenn ich jeden Tag uploade, dann kann ich mir vorstellen, dass die Videos weniger Klicks bekommen. Was mich im Endeffekt nicht juckt, sonst würde ich es nicht machen. Aber ich habe mir nämlich so gedacht, ich fände es halt schade, wenn es weniger sehen als sonst. Es müssen nicht mehr sehen als sonst. Aber ich fände es schade, wenn die Leute, die sonst auch immer dabei sind, das sich nicht angucken. Aus irgendeinem Grund, weil sie nicht angezeigt wird, weil sie keine Zeit haben. Und deswegen, glaube ich, wäre es auch nicht so schlimm, wenn ich mal einen Tag Pause mache oder so. Nicht beabsichtigt. Also ich werde das versuchen durchzuziehen, weil ich möchte es auch einfach für mich schaffen. Aber ja, mal sehen. So Leute, ich habe hier meine Nudeln. Das sind so viele. Ich werde die heute nicht aufessen. Dann habe ich aber morgen noch ein Mittagessen. Ich werde das jetzt ein bisschen essen. Werde dabei wahrscheinlich ein bisschen am Handy sein oder irgendwas auf TV Now gucken. Naja, gucke ich wahrscheinlich noch einen Weihnachtsfilm, aber ich gehe gleich erstmal duschen, wenn ich es gegessen habe. Und ja, das war mein Day heute. Es ist nicht so viel Spannendes passiert, aber im Moment passiert eh nicht so viel Spannendes wegen Lockdown und ich filme halt viele und sowas. Deswegen, ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen, Vlogmas Day 2. Und ich bin sehr gespannt, was als drittes Video online kommt, ob es wieder ein Vlog wird oder ein normales Video. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Vlog dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis dann, bye!